Der Erstgeborene, der einen und allen einzigen, ist der Zweigehörnte. Ist seine Mutter und Herrin, die throngebende Gebieterin unendlicher Schönheit und Freude, ist er der stürmische Prinz, der seine Kraft freigebig mit den Sterblichen teilt. Er hat das Recht, sich als Erster zu nehmen, was ihm gefällt, und seine unberechenbaren Launen spielen mit der Sterblichen wie die Kraft der Elemente. Seine heilige Zeit ist der Lefthansmond, wenn seine Stärke am größten und er den Sterblichen am nächsten ist. Das heilige Zeichen des Zweigehörnten ist der Kreis, der zwei Hörner trägt. Seine Ritualgeste aber wird folgendermaßen gezogen. Lege deine Fäuste an deine Schläfen und winkle deine Daumen an wie geschwungene Hörner. Aus dem Sefir Altaref, dem liturgischen Werk der Belkulel-Anbeter. So wirkt Boltax sein Ritual, sein Zauber, Herrschaft über das Tierreich, und du kannst den Befehl geben. Der V scheint dich zu verstehen. Du siehst, wie er sein Rad wieder einklappt, was er eben geschlagen hat, und dann zu einem Raum geht, einer Tür, die ja doch eben verschleiert vor ihm hing, und tritt durch den Schleier hindurch. Da geht es lang. Kommt mit. Ja, und ich würde dem V folgen. Das ist eventuell auch die Erklärung, wo all diese Pfauen hergekommen sind. Diese Tür ist euch eben gar nicht aufgefallen. Und so könnt ihr den Schleier beiseite ziehen und steht dann in einem doch recht größeren Raum. Zumindest seid ihr beruhigt, dass das nicht wieder ein Flur oder ein Treppenhaus ist, sondern es scheint um eine ja, größere Kammer sich zu handeln, die wohl mit allerlei Sachen vollgestellt ist. Nicht nur ein großes Bett, sondern andere Pfauen, die auch hier überall stehen, sitzen und sich gerade etwas putzen. Ihr könnt einen großen Schreibtisch erkennen, der hier wohl steht. Einige Kerzenstände, ein paar ja, Totenschädel, die da wohl irgendwelche Totenschädel von Tieren oder von Menschen, die hier als Kerzenständer dienen. Also irgendwelche Kerzenstümpfe, die da wohl einfach eingebrannt worden sind. Spiegel kannst du erkennen, wohl auch eine Menge Staub, die dann hier herumliegt, irgendwelche zusammengerollten Karten, und ja, das scheint ein geheimer Raum zu sein. Ist das die Nummer 1? Sonst hatte der V. Nee, ihr habt keine Raumnummer gesehen, aber Boltax ist sich sicher, dass der Zauber funktioniert hat. Das muss der Raum Nummer 1 sein. Das sieht so aus, als hätte diesen Raum lange niemand mehr betreten oder hier irgendwas drin gemacht. Nun, jetzt sind wir hier. Da ist so ein Schreibtisch. Lasst uns doch mal nachgucken, was da drin ist. Vielleicht gibt es einige interessante Details, einige Tagebücher oder ähnliches. Ich würde gerne vorher mein Seil wieder von meinem Bauch abziehen und in einen Stab verwandeln. Das soll gelingen. Seid vorsichtig mit solchen Schreibtischen, die hier enthalten manchmal Fallen. Sind hier weitere Türen, als durch die wir gekommen sind? Nein, nur eine einzige Tür, beziehungsweise einen Türrahmen mit diesem Schleier halt davor. Nun, in dem Fall, aber ihr kennt euch ja mit Fallen und so etwas aus, oder? Nicht mehr als ihr vermutlich, aber ich gucke gerne. So, als Mechanikus, meinte ich. Ich würde dann vorsichtig auf den Schreibtisch zutreten, mich hinknien und erstmal die Unterseite von dieser Schreibtischplatte angucken. Auf der Unterseite findest du nichts. Dann würde ich mal gucken, also erstmal die Schreibtischschublade, ist es eine oder mehrere? Das ist eine große Schublade. Die Seiten angucken und kann man diese Schublade auch von unten betrachten, oder? Du kannst sie auch von unten betrachten, hast du eben einmal durchgeguckt, da ist auch nichts, was da irgendwie verräterische Drähte oder sowas, kannst du da alles nicht finden. Keine Glyphen oder so, die eingeschnitzt worden sind. Ja, dann würde ich mal vorsichtig mit spitzen Fingern diese Schublade aufziehen. Ja, es quietscht ein bisschen rostig, so ein kleiner Widerstand der ist, aber du kannst ihn nach Zeitlupe aufziehen und du kennst ein einzelnes Tagebuch darin. Wenn ich die Schreibtischschublade aufgezogen habe, würde ich nochmal unter die Schreibtischschublade gucken. Ja. Finde ich irgendwas? Sehe ich irgendwas? Angeheftet unten dran? Nee, nur dieses einzelne Buch. Es ist wohl beschrieben mit den gleichen Sigillen wie auch das Buch, EDU.
Dann würde ich mal das Buch vorsichtig rausziehen, auf den Schreibtisch packen und die Schublade wieder verschließen. Mhm. Das Buch genau angucken. Ich bin sehr vorsichtig. Das ist ein altes Tagebuch. Du weißt nicht genau, wie alt das ist. Müsste man sich jetzt angucken. Der Kleber von der Bindung ist so ein bisschen bröckelig geworden. Du bist der Meinung, wenn du es jetzt aufschlägst, könnte es gut sein, dass die Tagebuchseiten auch kaputt gehen, beziehungsweise der Kleber sich auslöst. Aber so, wie es in der Schublade lag, ist kein Staub gerade drauf. Der liegt einfach nur oben auf dem Schreibtisch, gemeinsam mit diesen ganzen Karten, die da irgendwie zusammengefaltet liegen. Aber du gehst davon aus, unabhängig jetzt von dem Kleber, dass die Buchseiten, wenn sie dann beschrieben sind, noch Nachrichten enthalten könnten. Dann würde ich mir mal meine Kaltklebehandschuhe anziehen und vorsichtig das Buch aufschlagen, die erste Seite. Herzlichen Glückwunsch, ihr habt mein Tagebuch gefunden. EDU. Und Abelmir, was steht drin? Herzlichen Glückwunsch, wir haben sein Tagebuch gefunden, steht dort. Ja gut, das war ja auch nicht schwer, wir sind einfach dem Pfauen gefolgt. In welcher Sprache ist dieses Buch geschrieben? Tulamidia. Ich weiß nicht, ob Boltax Tulamidia kann oder nicht. Vermutlich. Nein. Nein, nein, nein. Gut, dann muss kann Ur-Tulamidia. Dann muss ich für die Leute, die kein Tulamidia beherrschen, das übersetzen. Ich würde dann mal vorsichtig die zweite Seite umschlagen. Ja, es ist tatsächlich eine Art Tagebuch, die er wohl geführt hat. Ein Tagebuch, was er geführt hat. Und wenn du ein bisschen quer liest, kannst du wohl erkennen, dass er das geschrieben hat, lange nachdem dieser Palast erbaut worden ist. Und kurz bevor wohl das Bild fertiggestellt worden ist. So bist du der Meinung, kannst du das Datum setzen? Boltax hatte ja damals die Zeit bereist und auch die Darstellung dieses Bildes. Du liest weiter quer und er beglückwünscht euch oder dich an dieser Stelle, dass du der einzige Würdige bist, der wohl diesen Geheimraum gefunden hat. Du bist der Auserwählte. Naja, das habe ich ja schon häufiger gesagt, dass ich der Auserwählte bin. Aber merkwürdig ist, von einem Tagebuch zu hören. Ja, steht da irgendwas Spannendes drin, oder? Ich würde weiter querlesen und zwar suche ich nach dem Stichwort Seemal al-Sulef. Mhm, wirst du finden. Dir wird erklärt, dir als Suchenden, dass du seine Rätselquest wohl beenden konntest, denn sonst würdest du nicht hier stehen. Und seinen wertvollsten Schatz, den seine Herrin der Welt geschenkt hat, kannst du mit Hilfe der Instrumente wohl entdecken. Ein merkwürdiger Code, den du wohl entziffern kannst. Mit deiner Sternkundeprobe würdest du sagen, das könnte eine Ortsglyphe sein. Aber er hat wohl hier in der Nähe ein altes Observatorium. Beziehungsweise nicht er, sondern seine Frau ist es wohl nicht. Seine Gespielin, so schreibt es hier im Tulamidischen, seine Gespielin Niobara, die hat hier ein Observatorium. Seins ist im Süden. Diese Koordinaten, wenn ich es mal so nennen will, deuten die auf einen Ort in der Nähe von dieser Stadt hin? Oder ja. Also auf dieses... Irgendwo hier in der Nähe muss an der Küstenlinie muss dieses Observatorium von Niobara sein. Und gemeinsam mit den Koordinaten wirst du dort höchstwahrscheinlich den Aufenthaltsort des Seemal el-Sulef finden. Oh, da bin ich ja richtig erleichtert. Das Observatorium, was ich kaputt gemacht habe, war also gar nicht Niobaras. Oioioioi. Nun, ich vermute, sie hat mehr als eins gehabt. Naja, aber wenn steht, seins ist eher im Süden und naja, wir waren im Süden. An einem Observatorium, wo sich ein Magiergraf aufgehalten hat. So viele Zufälle gibt es ja nicht selten. Nun, wir scheinen, haben wir dieses Rätsel gelöst. Jetzt müssen wir nur noch diesen Ort finden, der hier beschrieben steht. Vielleicht sind wir nicht eigentlich hier, um den Schleier zu nehmen? Ich vermute mal, dieser Schleier findet sich dort. Nein, ich glaube, dieser Gürtel findet sich dort. Der Schleier muss sich hier befinden. Ah, ihr habt recht. Ich würde einfach mal den Schleier, der die Tür verborgen hat, mir angucken. Ja, genau, das wäre jetzt auch meine Idee gewesen. Ja, sieht aus wie so ein gewöhnlicher Schleier, würdest du meinen.
Er ist durchsichtig, aus roter Seide bestickt mit irgendwelchen Rosenornamenten drauf und der riecht halt auch ein bisschen nach Rosen. Ansonsten sieht es jetzt nicht aus wie ein göttliches Artefakt, würdest du meinen. Er sieht halt unscheinbar aus, also wie ein x-beliebiger Schleier. Wenn ich ihn anfasse, fühlt er sich dann auch genau, wie fühlt er sich an? Hat er irgendeine Ausstrahlung? Nee, eigentlich nicht. Also das hier fühlt sich normal an. Ich gehe mal im Bett gucken. Ja, ich würde mich mal bequem ins Bett legen. Ja, also das Bett ist alt, aber du würdest nicht sagen, dass... Ja, es ist schon aus Seide, aber... Ja, ich würde einfach mal so ein bisschen mich da durchwühlen. Du hustest wahrscheinlich, wenn du dich in das verstaubte Bett legst. Ach, ich bin Zwerg, Staublungen gibt's bei uns nicht. Das ist alles gute Angroschsgabe. Ist da ein Himmelbett mit so einem Baldachin drüber? Oder? Ja, genau. Also Baldachin, da hängt auch irgendwie Seide runter und irgendwelche Schleier. Vielleicht ist es oberhalb des Bettes oder unterhalb des Bettes. Oh, das könnte gut sein. Ich schaue oben, ihr schaut unten? Ja. Ich würde einmal unters Bett kriechen. Ich meine, das passt am besten von der Größe, glaube ich. Ja, also viel Mist von den Pfauen oder irgendwie wie Kacke halt von Vögeln. Und viel Staub, aber kein Schleier, der da drunter liegt, auch kein Koffer oder so etwas. Hier ist nichts. Schaue mich währenddessen auch ein wenig in den Raum rum und suche speziell nach Stellen, wo kein oder weniger Staub liegt als auf anderen Stellen, was darauf hinweist, dass hier in letzter Zeit tatsächlich jemand hantiert hat. Nee, wirst du nicht finden. Du blickst dich ein bisschen um und Staub ist an allen Ecken, vor allem auch auf dem Schreibtisch. Die Karten, die da noch so ein bisschen rumliegen, die hatte sich bisher noch keiner betrachtet. Aber das wirkt nicht so auf dich, als ob hier in den letzten 100 Jahren jemand war. Ja, es scheint so, als wären wir von hunderte Jahre die Ersten, die diesen Raum betreten. Ich weiß nicht, ob das ein gutes Zeichen ist, aber das Buch hat uns zumindest Aufschlüsse gegeben und wichtige Informationen. Naja, die Pfauen waren die ganze Zeit hier. Sie haben diesen Raum dauerhaft betreten. Ach, das war das, wo ich reingetreten bin. Pfauenscheiße. Ja, wenigstens sind das Vögel. Oh, und ich roll mal die Karten auf und schaue mir die genauer an. Das ist der Grundriss von dem Observatorium, in dem ihr schon standet. Und daneben ein baugleiches. Das scheint aber wohl nicht im ewigen Süden zu liegen, sondern an der Küste. Das ist das, von dem Abel mir eben sprach, als er an diesem Buch vorgelesen hatte. Schaut mal her. Ich hab hier was. Das zeichnet wohl zwei Observatorien. Ich glaube, das sei zu erkennen. Da haben wir uns drin befunden. Das war im Süden. Zudem kannst du wohl auch noch eine Karte von diesem Herrenhaus erkennen, was da wohl auch noch gebaut wurde. Kann man auf diesem neueren Laboratorium, also diesem anderen Observatorium, sind dort Stellen besonders gekennzeichnet, oder? Nee, also es ist eine Sternwarte und du gehst davon aus, dass du mit Hilfe der Sternwarte entweder diese hier oder die zerstörte, da müsste man jetzt in den Süden reisen und ihr wisst ja sowieso, dass es zerstört ist, aber gemeinsam damit könnte man wohl dieses komische Rätsel lösen. Es ist so eine Schiebetafel, würdest du meinen? Wenn du die Tierkreiszeichen in die richtige Reihenfolge bringst, kannst du wie den Krebs erkennen und den Becher, das Pferd, den Säbel, die Krone. Das sind alte Sternzeichen, aber du bist der Meinung, mit Hilfe des Observatoriums findest du die richtige Stelle, wo dann der Lustgürtel der Belkele verborgen sein könnte. Zumindest ist das der Schatz, den die Herren ihm und der Welt hinterlassen hat. Und dann auch dir, du als Suchendem. Natürlich. Nun, es fragt sich nur, wo der Schleier ist. Ich glaube, um diesen Gürtel werden wir uns wohl kümmern, wenn wir dieses Observatorium gefunden haben. Aber das stecke ich mal ein. Das können wir noch gebrauchen. Ich falte die Karte so kleinstmöglich zusammen. Wenn ich die einrolle, dann werde ich nur auffällig mit mir rumtragen müssen. Und pack sie mir in die Manteltasche. Nun,
dann sollten wir wohl aufbrechen, denke ich. Naja, es sieht so aus, als hätte Diamantis noch nicht den Bettpfeiler mitgenommen. Bist du sicher, dass du den hier lassen willst, Diamantis? Du schleppst ja alles andere mit. Was heißt ja alles andere? Ich habe eine Karte mitgenommen von dem Ort, wo wir vielleicht hinwollen. Wo wir ja, wahrscheinlich hinwollen, ja. Das brauchen wir. Du schleppst immer alles mit, was dir nicht festgenagelt ist. Das ist das alte Piratentum in dir. Du lässt mich jetzt hier wie einen verdammten Plünderer aus. Ja. Kommt, wir müssen weiter. Wobei, wenn wir diesen Raum mit der Nummer 4 noch finden, hätten wir eine dieser Düfte einstecken müssen. Rascher hätte das sicher gefallen. Ja, richtig. Wir müssen Zulamin finden. Ich meine, sie irrt hier irgendwo rum. Oder vielleicht haben die Wachen sie ja einkassiert oder noch Schlimmeres. Wir sollten übrigens... Sollten wir gefangen genommen werden, dieses Buch und auch die Karte vernichten. Nun, wir nehmen es erstmal einmal mit. Nun, ein Buch bei einem Schriftsteller wird nicht auffallen, gibt es mir. Nein, ich will es einstecken, das ist sicher bei mir, glaube ich. Wir könnten es auch in die Truhe packen. In der Truhe traue ich noch viel weniger. Lass uns einfach gehen. Ich stecke das Buch rein in meine spezielle Tasche und dann... Ich glaube jetzt, die Ausgabe relativ einfach zu finden, oder? Also nicht so, ja, also von hier aus könntet ihr dann wieder an dem Schleier vorbeitreten, steht dann wieder in diesem merkwürdigen Gemälderaum, wo ihr dann auch wieder dieses Bildnis von Donatian erkennen könnt und höchstwahrscheinlich könntet ihr euch dann in Richtung der Musik wenden, denn von da aus kommt ihr raus. Ja. Ja, könnt ihr dann wieder aufmachen, steht wieder völlig falsch, eure Orientierung zum Trotze, in dem Thronsaal. Aber von hier aus könnt ihr zumindest dann den Ausgang finden in Richtung des Atriums und von dort aus dann die Treppenstufen nach unten. Währenddessen, die Party ist wohl auch gut im Gange. Während der Zeit, wo ihr dann verschwunden wart, hat wohl keiner auch bemerkt, dass ihr A, jemals da wart und B, dass ihr dann noch geht. Zumindest könnt ihr dann den einen oder anderen in den Ecken liegen sehen und viele andere sind betrunken. Ihr könnt wohl auch das ein oder andere Stöhnen aus verschiedenen Zimmern hören. Und viele Wachen haben sich wohl auch mittlerweile im Laufe der Abendstunden von diesem Flur entfernt, sodass ihr euch dann relativ freier bewegen könnt, werdet auch nicht weiter angesprochen. Ja, wenn ihr dann auf Serpentilio trefft, könnt ihr auch Hippolyta erkennen. Die lässt sich dann ihre Waffe aushändigen und ihr könnt wieder zurück in Richtung des Hotels gehen. Von Zulamin und ihrem Leibwächter Hassim fehlt jede Spur. Hassan. Naja, die wird sich's wohl gut gehen lassen. Dann bleibt uns nur zu hoffen, dass sie auf sich gestellt klarkommt. Es ist eine Feier. Sie ist eine Raya-Geweihte. Ich glaube, da wird nicht viel passieren können. Das ist richtig. Wir sollten aber zum Hotel zurück. Ich fühle mich ganz nackt hier nur mit dem Schlagring. Ja, richtig. Trak. Ja. Ja, zumindest wart ihr irgendwie erfolgreich. Den Schleier habt ihr nicht gefunden, den Kelbarro euch beauftragt hatte. Aber vielleicht findet ihr den ja im Observatorium. Von hier aus könnte man vielleicht aufbrechen. Vielleicht habt ihr noch weitere Dinge, die ihr in Elburum entdecken wollt. Zumindest habt ihr noch merkwürdiges Pulver, was Diamantis aus den Gassen gezogen hat. Und, so könnt ihr dann in kleine Gespräche vertieft zumindest erstmal wieder das Hotelzimmer betreten und dort dann die Tür hinter euch verschließen. So, da wir im Grunde nichts anderes zu tun haben, als auf Zulamin zu warten, wer kommt mit mir mit Nachtwinde jagen? Es gibt doch jetzt Wichtigeres zu tun, als sich um Osche Kabaljas zu kümmern. Naja, ich glaube, er hat noch eine Rechnung mit Ihnen offen und ich kann das irgendwie nachvollziehen. Und was genau wollt ihr denn tun? Wir können nur warten und hoffen, dass Zulamin wiederkommt. Und ich für meinen Teil werde erstmal versuchen, die genaue Stelle zu berechnen, wo wir dieses Observatorium finden. Ja, das ist, sollte schnell getan sein. Vor allem, wenn wir die Karte hier bei uns haben, können wir die Küstenlinien abgleichen. Wir sollten aber auf jeden Fall einen Blick in den Hafen werfen. Wenn der Brief bei den Carinos angekommen sind, könnte unser Schiff bereits auf uns warten. Also mir ist das egal. Ich
hoffe nur, dass wir nicht wieder in diesen Palast gehen. Das ist furchtbar gewesen. Ja, ich denke auch, wir sollten erstmal warten, bis Abel mir sein Büchlein gelesen hat. Vielen Dank. Ich würde mich dann mal auf die Entzifferung dieser Koordinaten stürzen und probieren. Ich weiß nicht, ob ihr Diamantes unsere Karten bei sich hat auf der Küstenlinie? Nein. Wir haben welche auf dem Schiff, selbstverständlich, aber ich trage keine Karten von Oron einfach mit mir herum. Dann würfel mal eine Probe auf Thulamidia. Okay. Das ist altes Thulamidia, also es ist halt kein, nicht dieses uralt Thulamidia, aber es ist halt schon ein komischer Akzent, würdest du meinen, oder ein Dialekt. Aber es reicht. Die Position soll wohl an den leuchtenden Felsen sein. So würdest du diesen merkwürdigen Duktus übersetzen. Die leuchtenden Felsen oder ein leuchtender Hügel. Nördlich von Elborum. Eine Kuppel. Und Kuppel ist wohl nicht das Observatorium, sondern eben dieser Hügel. Müsste man sich also an der Küstenlinie gewandet nach Norden begeben. Vielleicht sollten wir da mal mit dieser Erfahrtgewalten sprechen. Vielleicht erwischen wir einen klaren Moment bei ihr. Vielleicht kann sie uns irgendwas erzählen über diesen leuchtenden Kuppel, leuchtenden Felsen. Also wenn es um Felsen und Hügel geht, dann fragen wir besser Zwerge. Wer kennt sich am besten mit Bergbau aus? Zwerge. Wer kennt sich am besten mit der Bodenbeschaffenheit aus? Zwerge. Ja, Boltax, aber Zwerge kommen ja nicht von hier. Und was wollen Zwerge an der Küste? Aber in Elborum gibt es doch bestimmt Zwerge. Ja, sie kommen aber nicht von hier, sondern sind wahrscheinlich nur hierher gewandert, um einen Auftrag zu erfüllen. Nun, das heißt nicht, dass sie die Gegebenheiten nicht trotzdem gut kennen. Wir Zwerge sind ein sehr gründliches Völkchen und lernen unsere Umgebung erst kennen, bevor wir etwas umsetzen. Wir lassen uns Zeit. Ja, Boltax, aber die stiefeln hier ja nicht durch den Dschungel, um sich jeden Berg anzugucken. Ihr habt doch berichtet von diesem Buchladen. Wenn die so gut ausgerüstet sind, dann haben sie bestimmt auch Sternenkarten. Die können wir mit den Koordinaten oder mit den Zahlen, mit dem Code abgleichen. Aber mir, dir fällt in dem Buch auch noch etwas auf, und zwar eine Art Matrixgeberwort oder sowas. Du weißt nicht genau, wieso das hier angegeben ist. Aber ein Zugang lässt sich wohl öffnen mit den Worten Ehre der Propheten, Ehre ihren Töchtern. Hier ist mal etwas verborgen. Ein Matrixgeber von euch, das etwas sagt. Ehre den Propheten und Ehre den Töchtern. Naja, also ich bin ehrlich. Wenn da dieser Kuppelbau irgendwo hier in der Nähe ist, dann würde er wohl magisch verborgen sein, sonst hätte es ja schon jemand gefunden. Oder nicht? Vermutlich. Vielleicht gibt es da auch Pfauen. Boltax, die Antwort auf die Fragen des Lebens sind leider nicht Pfauen. Bist du dir sicher? Also ja, heute schon. Aber sonst ich wollte nicht. Gerade sagen, heute hat uns das ziemlich weit gebracht. Ich habe mehr als genug von diesen Pfauen gesehen. Also schlage ich vor, dass wir erstmal zum Hafen gehen und gucken, ob unsere Schiffe angekommen sind, und vielleicht treffen wir diese Effortgeweihte in einem vernünftigen Zustand wieder. Ich bin ganz ehrlich, ich würde nicht mit der Effortgeweihten reden. Bin mir nicht mehr sicher, welcher Seite die loyal gegenüber ist. Wollen wir nicht einfach Drogen nehmen? Drogen sind keine Antwort. Er kommt auf eure Frage an. Ich meinte, wir wollten doch Feuerschlick hier organisieren, oder? Also, ist jetzt vielleicht aber gerade nicht der Moment, Boltax. Ich meine, ja, ich habe einen Beutel voll Feuerschlick, aber... Also ich würde euch beide nicht aufhalten, aber ich müsste leider selber verzichten. Muss Raffin da leider recht geben. Wir sind erst auf eine Aufgabe hier reingekommen. Und auch wenn sich unsere Erwartungen in dieser Stadt leicht unterscheiden, wir haben beide noch nicht erfüllt.
Nun, vielleicht sollte ich mit etwas von dem Feuerschlick darüber meditieren. Ja, ihr versteht. Vielleicht öffnet das unsere Augen. Man sagt ja, das Fest der Erkenntnis und der Feuerschlick liegen ganz nah beieinander. Ja. Ich denke, das ist ein Versuch wert. Hast du noch das Zeug da? Diamantis. Ja, ich, Diamantis nickt ja mal zu, dreht sich um, geht in den Baderaum, wo er sich auch umgezogen hat. Nach einigen Augenblicken kommt er mit einem kleinen Beutel wieder. Ich habe da noch nicht reingeschaut, aber eigentlich sollte das drin sein. Ich weiß natürlich nicht, wie gut das ist oder wie rein. Könnte auch absolute Scheiße sein. Aber ich habe auch keine Möglichkeit, das herauszufinden. Nun, auf die Gefahr hin müssen wir das eben eingehen, denke ich. Lass mich doch mal einen Blick werfen. Ich möchte mal einen Blick auf die Drogen werfen. Kann ich mit Zechen deren Qualität einschätzen? Ja, würde ich sogar zulassen. Das ist eine Theorieprobe. Wenn du sie schnupfst, ist es halt nicht erschwert. Wenn du sie nur anguckst, würde ich eine plus 7 haben wollen. Na, dann nehme ich eine plus 7. Du nimmst eine Fingerspitze davon und reibst sie auf Zahnfleisch. Naja, was sagt denn da mein feines Näschen? Also ohne es zu nehmen natürlich, das ist ja das Ziel. Das ist schon etwas älter, würdest du meinen. Vielleicht nicht unbedingt von diesem Jahr, aber das ist noch gut. Und das ist nicht gestreckt. Muss schweineteuer sein. Naja, Diamantis, da hast du aber mal tief in die Tasche gegriffen. Mal ganz feine Zeug rangeholt. Ich hab doch gesagt, ich hab dafür nicht bezahlt. Er hat das einfach fallen lassen, als die großen Viecher aufgetaucht sind. Also, ich bin ehrlich, Boltax. Ich kenne mich mit dem Zeug nicht aus, aber wenn ich mal so von anderen Zeug schließen soll, sieht gut aus, sieht nicht gestreckt aus. Ich sehe keine Körner. Das ist gut. Außer das Zeug bringt dich halt um, das kann natürlich sein, aber sonst sollte gehen. Nimm mal ruhig. Nun, ich gehe nicht davon aus, dass es mich so einfach umhaut. Ja, und dann würde ich tatsächlich erst in eine Meditation verfallen. Ich würde, wie ich das so mache, erstmal mich ins Innere von einem Kreis begeben, der die elementare Harmonie darstellt. Ich würde natürlich dann immer einen von den Edelsteinen an die entsprechenden Elementsymbole legen, die ich aufzeichne mit einer Kreide. Dann würde ich vor mich eine Kerze aufstellen, in die ich gebannt blicke, und dann würde ich das entsprechende Zeug, also den Feuerschlick, konsumieren. Ja. Das ist ja auch ein, ist ja kein Trip-Trip, sondern ich mache das ja als Teil eines Rituals, um mich Sumo näher zu fühlen. Okay, ja. Gib mir mal eine Zechenprobe. Alles klar. Du sieht gut aus. Kannst du dir dann, wie willst du das machen? Schnupfen oder auf deine Zähne streichen, auf deine Zunge oder? Das, was Rafim sagt, also der kennt sich mit Drogen besser aus als ich. Er hat das ja auch noch nicht genommen. Ja, gut, ja, dann ich, also Boltax, wenn du dir nicht sicher bist, dann würde ich schnupfen. Man alles machen. Ja, ich schnupfe das Zeug. Ja, die Pflanze stinkt. Also es ist ja jetzt halt nur dieses Pulver, aber du meinst, es stinkt ekelhaft nach Fisch. Und dann, also du kannst zwar nicht in deine Nase gucken, aber du weißt, dass sie leuchtet. Deine Nase leuchtet und glüht und dein ganzer Körper fängt an zu leuchten und zu glimmen und du schwebst so ein bisschen. Die anderen schweben durch den Raum. Du schwebst durch den Raum. Oh, merkt ihr das? Es fängt an. Es ist wie als ich diesen Trank abbekommen habe und dann fliegen konnte. Boltax ist eingeschlafen. Er hat noch irgendwas gemurmelt und dann fällt er leicht sanft nach hinten um und ohne dass er irgendwie noch etwas sagt, fällt er in einen Schlaf.